Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich ein ganz besonderes Schmankerl, denn es kam ein wunderschönes Paket an. Ziemlich spät. Keine Ahnung, was da los ist. Aber letzten Endes ist es passiert. Ich habe die PlayStation 5 bekommen. Ja, ganz schön großes Paket. Ja, habe ich vom Mediamarkt gekauft in der zweiten Welle. Die erste habe ich leider verpasst. Bei der zweiten war ich dann am Start und das ist jetzt auch schon ein ganz schönes Stück her. Also ich hoffe natürlich, dass bald alle, weil hier wird natürlich ein Bullshit und ein Video losgehen mit wo ist meine PS5, wo ist meine PS5. Ich hoffe natürlich, dass alle bald mal ihre PlayStation 5 bekommen. Auch ich werde meine auf Ehrenbruderbasis weiter schicken und zwar an die gute Tugfox, weil die hat nämlich gar keine bekommen. Das heißt, wir Mitarbeiter mussten genauso eine bestellen wie alle anderen auch. So gut wie jeder Mitarbeiter hat auch eine Stornierung bekommen. Teilweise habe ich jetzt auch gesehen, dass sie bei der Tugfox war es so, dass sie eine Stornierung leider nach der Bestellung, also erst im Nachhinein bekommen hat, was echt doof ist, weil wir wollen alle die PlayStation und ich hoffe, dass bald die PlayStation für alle verfügbar sein wird. Mittlerweile gibt es im Mediamarkt auch einen Aussteller. Alter, wurde uns oft angeboten, dass man den rauskauft. Aber der gehört halt Sony, den darf man leider nicht verkaufen. So, dann packen wir oben mal aus. Das fühlt sich schon ganz besonders an. Nachdem der Wert der PlayStation so extrem hoch ist, habe ich auch schon mal kurz drüber nachgedacht, ob ich sie behalte. Es fühlt sich auf jeden Fall ganz komisch an, weil meine Mutter hat mir zum Geburtstag Geld geschenkt und hat gesagt, ja, du brauchst es doch für deine neue PS5, dass du die dann kaufen kannst. Also da ist schon Emotions da, dass ich die eigentlich kaufen wollte. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, ich habe momentan so viel Arbeit. Ich komme gar nicht dazu, das zu zocken. Ich gebe es dann doch lieber weiter an den noch größeren Fan. Und das ist in dem Fall Tugfox. Okay, also gut. Wir haben hier Bedienungsanleitung, die will keiner sehen. Wir haben ein ganz normales Kaltgerätekabel, das kennen wir. Und hier ist der Controller. Den würde ich halt schon gern mal testen, weil wenn ich dann mal irgendwann wirklich meine PlayStation habe und ein gutes Rennspiel dafür rausgekommen ist, dann würde ich das voll gern mal testen, wie das so ist, ob dann so ein Widerstand da ist, wenn du Gas gibst, ein Widerstand da ist, wenn du bremst. So wird es aber, glaube ich, noch geiler, wenn du sagst, du fühlst das einfach so, wenn du Gas gibst, wenn du bremst. Oh, ich habe da schon richtig Bock drauf. Also das Ding schaut schon mal richtig gut aus. Coole ist auch, dass sie jetzt ein Mikrofon verbaut haben. USB-C vorne finde ich auch ziemlich gut. Das ist auf jeden Fall zeitgemäß, dass jetzt ein USB-C dran ist. Die Tasten. Ich bin gespannt, ob das Weiße nicht schnell dreckig wird. Das ist wirklich so eine gute Frage. Ich weiß, ich habe auch gehört, dass es schon irgendwo kursieren Sachen über eine PlayStation Black Edition. Oh, was ist das? Ja, das ist, glaube ich, ein Aufsteller. Lass mal testen. Und HDMI. HDMI. Und ein USB-C-Kabel ist auch dabei zum Controllerladen. Also ihr braucht keine weiteren Kabel kaufen, es ist soweit alles dabei. Ich weiß leider nicht, welchen Standard das HDMI hat, ob man sagt, das reicht für das 8K-Gaming oder ob man da doch nochmal ein besseres braucht. Das kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Oh mein Gott. Orgasmus. Boah, bist du groß. Oh. Also das Teil ist schon echt ewig groß. Dieser wunderschöne Seto Kaiba. Richtig, richtig cool. Also wir haben hier auch die Version mit CD-Laufwerk. Das macht sie natürlich auch schon mal ein bisschen größer. USB-C vorne dran, sehr, sehr schlau. USB-C auf USB-C mittlerweile sehr gängig. Hier vorne nochmal ein Stromkabel zum Laden. Auf der Rückseite befindet sich ein USB 3.0 und noch einer, ein Netzwerkkabel und der HDMI-Ausgang sowie der Netzstecker. Also ziemlich simpel gehalten, ziemlich einfach. Man muss jetzt was sagen, eigentlich gehört sich für solche Konsolen schon, dass man noch mehr USB-Ports ranmacht. Ja, ich bin der Meinung, du hast ja mittlerweile dann doch mal eine externe Festplatte, die du anschließt, ein Headset. Vielleicht noch, es gibt mittlerweile von einigen Herstellern USB-Mikrofone, die man direkt zum Streaming ranmacht. Ja, auch die Kamera weiß ich nicht, wie die dann angeschlossen wird. Ob du sagst, da brauchst du auch nochmal einen USB-Port. Das ist halt eine gute Frage. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier funktionieren soll. Was ist das? Oh.
Okay, das ist krass. Also falls ihr die Schraube sucht für diese Halterung, einfach drehen, da ist hier die Schraube drin. Da ist die Schraube drin, die schraubt ihr hier durch und schraubt unten ans Gehäuse ran bei der PlayStation, wenn ihr das so verwenden wollt. Genau, und das schließt auch hinten ab. Sehr gutes Design, dass du sagst, hier hinten hakt es sich auch nochmal ein. Alternativ geht hier auch die Möglichkeit, es einzuhaken an der Stelle. Da sieht man, innen sind so PlayStation-Zeichen. Da wisst ihr, da müsst ihr das anstecken. Und dann könnt ihr es auch so rum aufstellen, dass ihr sagt, die liegt dann eher. Aber steht noch hoch genug, dass die Lüfter und alles ganz normal funktionieren. Ich finde ja die Hochkant deutlich, deutlich schöner. Das gefällt mir schon echt gut. Jetzt würde ich sagen, fahren wir das gute Stück einfach mal kurz hoch. Okay, meine Lieben, dann dürft ihr jetzt Zeuge sein, wie ich das erste Mal eine PlayStation starte. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch mit dem USB-C verbinden. Aber lasst uns mal starten. Oh mein Gott, Leute. I feel it. Also, jetzt stecken wir den mal ab. Der müsste sich irgendwie schon connected haben. Alter, sieht das schön aus. Das sieht so schön aus. Oh mein Gott! Es ist so geil, Leute. Wir haben wirklich ein bisschen Widerstand. Hier wird es schwerer, schwerer, schwerer. Und dann wird es so durch. Bam! Das Touchpad, okay, das ist jetzt keine neue Erfindung. Okay, alles klar. Ist ja süß. Oh Mann, es bockt sich richtig hart. Oh, da ist sie, die PlayStation 1. Oh. Prozessorblaser. Yeah! Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Hallo? PlayStation Labo. Okay. Oh nein! Okay. Bam, bam. Jetzt mal alle verkloppen. Also um es kurz und knapp zu sagen, schöne Sache, macht echt viel Spaß und ich hoffe, dass bald alle ihre PlayStation bekommen. Wie gesagt, meine geht jetzt weiter. Du wirst weiterreisen, du wirst jemand anderen haben, der sich gut um dich kümmert. Auf dass ihr bald alle eure Konsolen bekommt, ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst uns bald mal zusammen zocken. Sayonara, ciao!